Zu einer tatsächlichen Berichtigung die Frau Abgeordnete Dr. Sabine Oberhauser, bitte. Dankeschön, Herr Präsident. Ich berichtige tatsächlich, die Frau Abgeordnete Belakovic-Jennewein hat im Zuge ihrer Rede gesagt, dass der Gesundheitsminister die Dosis der Medikamente halbiert. Ich berichtige tatsächlich, dass die Verschreibungsmaßnahmen bei Ärzten liegen, das heißt, dass der Herr Gesundheitsminister die Dosis nicht halbiert. Gleichzeitig muss ich mich selber tatsächlich berichtigen. In meiner Rede habe ich gesagt, dass Ihre Argumente vernünftiger wären als die vom Kollegen Karlsberg. Ich berichtige tatsächlich, das ist auch nicht der Fall.